ihr das gesehen? Hat man die Hälfte geschafft? Werden wir erstmal wieder gesucht. Der geht mir ja auf den Senkel. Das Fahrzeug der Verdächtigen wurde gefunden. Details übermittelt. Gut so wie. Immer weiter. Beschwör's nicht. Ziel. An alle Einheiten. Die Verdächtige ist noch in der Nähe. Wie und Claire, unsere Sieger. Was für eine Show, Leute. Wir haben gewonnen. Erster Platz. Du klingst überrascht. Erster Platz. Ich bin nicht überrascht. Es ist nur der erste Platz, ich weiß. Warten wir kurz an der Ziellinie. Zur Sicherheit. Alles klar. Ja, wir haben gewonnen, Chat. Hey, was soll das? Willst du jetzt reden? Fährst du jedes Jahr mit? Ist jetzt mein viertes Jahr. Das erste habe ich gewonnen. Wer einmal dabei ist, kann nicht aufhören. Kann oder will? Wo ist der Unterschied? Machst du es für die Eddies? Den Sieg? Den Ruhm? Warum fährst du? Es ist, als wärst du besessen. Gewinnst du nicht gern? Doch, wer nicht? Siehst du? Genau wie ich. Und ich beende gern, was ich anfange. Also gewinnen wir diese scheiß Rennen. Das ist der Plan. Soll ich dich mitnehmen? Wohin? Ja, okay. Dann fahren wir. Haha, ich hab verloren. Wo ist der Orangene? Hier, den hasse ich. Du bist richtig nervig. Hm? Du wirst mich jedes Mal rammen. Oder war das der Rote? Ich glaube, der Rote auch. Ist das deine? Hä? Wie lenkt sie? Sie bewegt nicht ihre Arme beim Lenken, sondern wahrscheinlich einfach nur ihre Finger.
Claire, du lenkst komisch. Tschüss. Habe ich jetzt Geld bekommen? Nee, ne? Ich krieg bestimmt erst Geld ganz am Ende. Warte mal, Takemura. So, ruf gerade an. Die Parade wird bald beginnen. Ich warte, wo wir vorhin waren. Bei den Ständen? Handel dir nur kein Ärger ein. Okay, dann machen wir Takemura weiter, weil die Voodoo Boys melden sich nicht. Beziehungsweise Mr. Hands. Autorennen hat Spaß gemacht. Muss ich sagen. Ich würde gern mehr Autorennen fahren. Demnächst Formel 1 Streams hier bei mir. Oder Wreckfest. Bei Wreckfest kannst du die anderen ja einfach kaputt fahren. Das sieht echt toll aus. Wie? Gerade rechtzeitig. Hat hier gerade was runtergeworfen? Goro, wenn du springen willst, denk dran. Es gibt Hotlines für solche Situationen. Das ist nicht witzig. Die Parade beginnt bald. Ich habe auch gerade Daten angepasst. Ich rate dir, sie auch anzusehen. Zum einen funktioniert die Malware sogar viel besser als erwartet. Unsere Augen und Ohren sind im Wachraum. Ich habe die Kameras geprüft und weiß, wo die Scharfschützen sind. Es sind drei. Du musst sie alle ausschalten, ehe sie mich ausschalten. Du kommst über viele Wege an sie ran. Der erste ist in der Nähe, sollte leicht sein. Der zweite ist schwieriger, du wirst klettern müssen. Der dritte versteckt sich auf der Fußgängerbrücke über der Straße. Wir sind hier. Hanako-samas Wagen wird hier beim Notausgang halten. Den benutzen wir, wenn alles vorbei ist. Von diesen Punkten hier hast du einen guten Überblick. Aber die Scharfschützen sehen noch besser. Wenn sie dich sehen, peng, bye-bye, Dieb. Falls das gefährlich klingt, denk dran, dass ich auf den Wagen springen, reinklettern und Hanako-sama treffen muss. Das Letzte fürchte ich am meisten. Alles verstanden? Bist du bereit? Chat, uns muss jetzt klar sein. Es könnte sein, dass ein NPC stirbt. Warte, falls alles den Bach runtergeht, gibt's einen Plan B? Was glaubst du denn? Man beschuldigt mich des Verrats an Arasaka. Obendrein schlage ich mich zur Schwester des CEOs durch. Es gibt keinen Plan B. Dieser muss klappen. Ich schon. Die Frage ist, bist du's? Es ist mein Plan, oder nicht? Vergisst du da nicht deine Kleinigkeit? Dein Kumpel, oder? Oder hat Irre. Er wird es nicht wagen, die Hand gegen mich zu erheben. Vielleicht. Bist du ihm und Hanako auf den Kopf fest? Das ist wahr. Instinkt und Reflexe gewinnen in solchen Momenten oft die Oberhand. Also? Also hoffe ich, ich bin immer noch schneller als er. Pass auf dich auf, Goro. Okay, bin bereit. Dann fangen wir an. Du musst die Schützen erreichen, ehe Hanako-samas Wagen auftaucht. Hey,
Warte, wo muss ich hin? Hier hoch? Du bist nah dran. Er ist gleich vor dir. Er hat die Leute im Blick. Ist abgelenkt. Der wird gar nichts merken. Was? Was genau habe ich jetzt nicht mitbekommen? Warum wurde jetzt auf uns geschossen? Ups. Kann das nicht überspringen? Jetzt grob. Sei vorsichtig, sonst schicken sie Arasaka-Drohnen. Und ich habe einen. Okay. Dann fang, du musst die Schützen erreichen. Gestorben, ja, aber ich habe nicht so ganz verstanden, warum. Er ist gleich vor dir. Wir wurden gebombt. Ist abgelenkt. Der wird gar nichts merken. Lass erstmal Breach Code lösen. Wir haben 6 Slots. Eins C, B, D, E9, 1 C, E9. Dann haben wir oben und unten. Hier oben wurde ich gerade gebombt, aber ich weiß nicht warum. Ich laufe in irgendeine Mine, oder? Kann das sein? Wieder genau die gleiche Stelle gewesen. Ich glaube, ich muss ihn von der Seite irgendwie töten. Ich darf da nicht so nah ran. Oder da ist ein Stolperdraht oder so, keine Ahnung. Wird gar nichts merken. Dann machen wir das hier halt nochmal. Jetzt aber ein anderer Code. Das ist gemein. 55 BD, 55 E9, 1, 10, 10. Ich hätte halt gern versucht. Ah. Takemura zu. Ah!
Boro, ich habe den Näheren erledigt. Zu retten. Jetzt springe auf den Balkon mit dem grünen Pfeil. Den Fahrstuhl. Geh über die Brücke auf die andere Straßenseite. Hey, jetzt hat mich eine Kreuzfahrt. Bist du bescheuert? Nee, das ist wichtig. Oder redet mit jemandem. Ich verlinke dich, damit wir weiter zuhören können. Noch einmal, die Sicherheit ist unzulänglich. Sie erfüllt keiner unserer Normen. Das Problem ist, mein Standort wird zurückverfolgt. Hä? Genau wie erwartet. Oder ist hier? Ich melde mich, wenn ich was Neues weiß. Die wissen jetzt, dass ich da bin und jetzt geht vielleicht die ganze Mission schief. Hey, die Robosau kenne ich. Adam Hackfresse Smasher. Versuch, den Wartungsbereich zu erreichen. Und dort kannst du hochklettern. Johnny muss natürlich auch dabei sein. Ich werde gesehen. Das Ding sieht nicht ganz stabil aus. Sicher, dass Takemura dir nicht ein kleines Upsi eingebaut hat? Er hat mich gesehen gerade. Fuck! Ich wäre fast gestürzt! Sei vorsichtig! Du darfst nicht auffallen! Hab ich doch gesagt. Und hier drüben ist einer. Bleib versteckt! Okay, wir machen das noch ein paar Mal. Ich hoffe, ich starte jetzt nicht wieder ganz am Anfang. Das Ding sieht nicht gerade stabil aus. Sicher, dass Takemura dir nicht ein kleines Obst. Fuck! Ich wäre fast gestürzt. Sei vorsichtig. Du darfst nicht auf. Ja, aber die Frage ist, wie lange soll ich jetzt hier warten? Okay. Ich mache mir gerade meine ganze Statistik kaputt. Bin das ganze Spiel, glaube ich, einmal oder zweimal gestorben. Und jetzt? Das Ding sieht nicht gerade stabil aus. Sicher, dass Takemura dir nicht ein kleines Obstchen angebaut hat? Sei vorsichtig. Och, come on! Nein. Irgendwann kommen wir rüber, okay? Ich verspreche es euch. Das Ding sieht nicht gerade stabil aus. Sicher, dass da nicht ein kleines Obst eingebaut hat? Sei vorsichtig. Schweigen ist nicht gut. Kann ich jetzt einfach rüberlaufen? Es ist der Klang einer gelöschten Flamme. Saburo Arasaka am dritten Meer flotterte das Feindkopf in einem Gefangenen. Einen Monat nachdem sein Kampfjet über der Insel Guadalcanal abgeschossen wurde. Saburo Arasaka, Pilot der dritten Schwadron mit dem Namen. Irgendwem musst du runterkommen. Sei vorsichtig. Das machst du gut. Vorsichtig. Ich brauch dich lebend. Vergiss das nicht. Ich muss hier runterspringen, glaube ich. Unten der guckt jetzt weg. Ach, das ist eine Drohne. Warum sehe ich jetzt so verschwommen? Doch erhebt
Sein Schiff nach vor über den Dächern der Stadt. Ach du Kacke. Die habe ich nicht gesehen. Vor kurzem fiel mein Vater einem ähnlich feigen Gewaltakt zum Opfer. Die Tat richtete sich gegen seine Welt, die wir alle teilen. Und so wird Night City bezeugen, dass sich die Arasaka Corporation stärker denn je aus der Asche erheben wird. So wie vor 50 Jahren. Es geschieht. Ich dachte, ich muss mich beeilen, aber... Hört zu, denn wir werden nicht schweigen. Schweigen ist nicht Gold. Es ist der Klang einer gelöschten Flamme. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Wie er da hängt. Noch ein paar Meter und du hast ihn. Oh Gott, hier drüber springen. Das ist so schön. Ziel erledigt. Das hört man gern. Am Ende des Raums findest du eine Tür zu einer Treppe. Sie ist die kürzeste Route zum nächsten Schützen. Er ist weit oben. Ich gebe Bescheid. Erstmal Breach Code. Oder spricht. Eins, zwei. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, wir machen 55. Hä? 55 BD geht doch überhaupt nicht. BD geht auch nicht, wenn ich ganz oben anfangen muss. 55, 1C, 55. Hä? Das geht ja gar nicht. Gar nichts. 55, 1C, 55. 55, 1C, 55, BD. Machen wir es halt so rum. Wieder. Hört zu. Mitteilen, dass die öffentliche Sicherheit gefährdet ist. Sie muss hier raus. Sofort. Arasaka ist problemlos in der Lage, seine Leute zu schützen. Frag deinen Boss, was ihm lieber ist. Das Arasaka-Image oder seine Schwester. Standort wird zurückverfolgt, ist wieder Kacke, ne? Hörst du das? Sie wissen etwas. Gleich viel. Wir müssen uns beeilen. Hier geht's nicht lang. Du machst das nur noch schlimmer für dich. Komm einfach raus. Ah, Kacke. Was?
glaube, ich mache gerade alles schlimmer, als es vorher war. Ich glaube, ich habe das falsche Ding da draußen gehackt. Macht sie kalt! Keine Gnade! Das ist der Klang einer Runde. Hä, ist das der gleiche Code wie unten gerade, oder? Käsekuchen? Guten Appetit, Nico. Sorry, ich kann gerade Chat nicht so verfolgen. Ich bin gestresst. Wir können machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 55. 1C. 55. 55. BD, BD. Das geht. Wie war das jetzt? 55. 1C. 55. Nice. Mit erhobenen Händen rauskommen! Saburo Arasaka am 3.9.92. Was zum Henker? Versuch, den Wartungsbereich zu erreichen. Und dort kannst du hochklettern. Und wenn das nicht klappt, dann kannst du über die Brücke zu deiner Rechten. Achte auf die Wagenjets. Halt den Kopf unten, sonst wirst du gebraten. Ich glaube, wenn wir das hier machen... Sehen stabil aus. Klettere daran hoch. Hier sind Gegner. Auf der Map. Warte, ach hier.